wollen eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Dafür brauchen wir Strategien und über die möchte ich jetzt nachdenken. Und zwar auf der Grundlage der komplexen Analyse unserer Welt, die geprägt ist von Systemen, von funktionierenden Systemen, aber auch solchen, die sich gegenseitig beschädigen. Wir haben an anderer Stelle gesprochen über komplex miteinander verwobene Risiken, die ja als emergente Eigenschaften auch eine Folge sind von Systemwirkung. Wir bemühen uns seit einiger Zeit in verschiedenen Zusammenhängen, diese systemische Betrachtung nicht zur Seite zu drängen, auch wenn es halt immer schwerfällt, diese Vielfältigkeit von Beziehungen in den Griff zu bekommen, in vielfältigen Zusammenhängen, die betreffen nicht nur die Lehre der Hochschule, sondern auch die Anwendung etwa in Entwicklungsprojekten, in ganz unterschiedlichen kulturellen und ökologischen Zusammenhängen. Und wo wir ein Instrument nutzen, das im Grunde eine systemische Wissenskartierung darstellt, wo Menschen befähigt werden, Schritt für Schritt das, was sie wissen über eine Situation, in der sie häufig selbst stecken, die sie auch gut durchdringen, Schritt für Schritt mal aufzulösen und sich zu fragen, was sind denn da die Systemkomponenten, was gibt es für Herausforderungen, wie hängen die miteinander zusammen, wie wirkt ein bestimmtes Problem auf ein anderes, und die Erfahrung zeigt, dass Menschen ziemlich gut sind darin, komplexe Zusammenhänge eigentlich zu erfassen und auch aufzuzeichnen und solche Wissenskarten zu nutzen, um komplexe Geschichten zu erzählen. Darum geht es ja, dass wir uns die Geschichte erzählen. Wenn wir hier das Problem haben, kommt daraus das und dann kommt noch das dazu und dann wird es ganz schlimm. Oder umgekehrt auch, klar, wenn wir hier was änderten, könnte das eine Lösung bedeuten. Wir haben eine Methodik entwickelt im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit mit der GEZ, die heißt Marisco. Da geht es um das Management von Risiken und Vulnerabilitäten. Zunächst eigentlich im Naturschutzzusammenhang, später haben wir es auch verwendet für allgemeinere Situationen. Letztendlich geht es um regionale Entwicklung, die ja immer auch in Räumen stattfindet, immer in Ökosystemen. Und am Ende ist es eine Methodik geworden, die ökosystembasiert ist, aber menschenzentriert. Die Menschen sind im Fokus auch als Diagnostiker letztendlich und als die, die letztlich befähigt werden müssen zu handeln. Und wo wir versuchen, wichtige Prinzipien, von denen wir verstanden haben, dass sie relevant sind für gute Ergebnisse, zu beherzigen, wie eine angemessene Partizipation, eine Diversität von Beteiligten, Wissen aus verschiedenen Quellen. Am Ende geht es dabei auch immer um Wissenskoproduktion. Idealerweise bringt man Menschen zusammen, die sonst gar nicht zusammenkommen und die dann gemeinsam an der Wand so ein Modell entwickeln, ein komplexes Modell zur Situation in einem Landkreis, in einer größeren Region, in einem Schutzgebiet, wo auch immer. Das sind dann dynamische Prozesse, die rund um die Welt, so ist unsere Erfahrung, sehr spannende Ergebnisse erzielen und Menschen auch befähigen, sehr systematisch und kompetent nachzudenken über Lösungen. Über Lösungen, die möglich sind und vielleicht aber auch solche, die nicht so gut funktionieren. Darum geht es nämlich auch, zu reflektieren, was wird dann schon gemacht und ist das wirksam, kann das funktionieren. Also das ist so der Ansatz dieser Übung, von den Problemen am Ende wirklich zu Lösungen zu kommen oder zu Strategien, wäre so das Wort, das wir da verwenden. Gesucht ist eine Strategie für die nachhaltige Welt, die wir alle wollen. Das Ziel ist irgendwie klar, vielleicht noch nicht ganz sauber beschrieben in Bezug darauf, was Nachhaltigkeit ist, aber wir versuchen uns ja da anzunähern. Und wie geht man vor?
wenn man eine Strategie entwickelt oder wie sieht eine ideale Strategie aus? Ich würde sagen, idealerweise ist sie kreisrund und nicht linear. Linear ist eine Strategie, die sich vorstellt, da will ich hin und da werde ich ankommen. Die Erfahrung lehrt, dass das häufig schief geht, weil man vieles nicht bedenkt, was auf dem Weg alles passieren kann, und man geht lieber mal ein, zwei, drei Schleifen mehr. Ich hebe ab hier auf das Prinzip des adaptiven Managements, dass ich an diesem Zyklus verdeutlichen möchte, was bei uns in dieser Methodik Marisco ja, der Leitfaden ist, an dem man sich entlang hangelt. Es beginnt schon mit der Bildersprache. Immer wichtig, was machen wir uns für ein Bild von dieser Welt und was machen wir uns für ein Bild von den Strategien? Hier dieser kleine Schritt zum Puzzle zeigt schon, dass es eine Verzahnung gibt von Zielen, ist schon etwas mehr als Ziele, die nebeneinander stehen oder Ziele, die ja, über Äste verbunden sind, könnte so ein bisschen mehr die Komplexität darstellen. Auch das wurde schon ja, stärker visualisiert, immerhin. Aber was bedeutet das nicht im konkreten Ziel, im konkreten ja, auch Fördern, Verfolgen dieser Ziele? Gäbe es eine Möglichkeit, eine Theorie des Wandels zu konstruieren mit Nutzung dieser bestehenden Ziele? Manche sind solche, die wirken auf der Ebene der ursächlichen Faktoren. Die Partnerschaft auf globaler Ebene, das Bereitstellen von Ressourcen, um vieles möglich zu machen. Ziele, die zu tun haben mit der Veränderung unseres Lebensstils, der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir unsere Städte bauen, wie wir unsere Nahrungsmittel gewinnen, Energie bereitstellen. Und das wird sich direkt auswirken auf klar, das Klima und die Ökosysteme. Und daraus ergeben sich dann die Ziele, nicht, die davon abhängen, die mit sauberem Wasser zu tun haben, Gesundheit und Wohlergehen. Und am Ende, klar, wird es noch ein bisschen komplexer sein. Die Frage ist, wird es ein Mehrwert bedeuten, wenn wir mehr Komplexität in diese Debatte bringen, vielleicht mindestens etwas mehr Demut und etwas mehr ja, Vermeiden von allzu einfachen, simplizistischen Lösungen, die ja, uns helfen können, ein Portfolio aufzubauen auf der internationalen Ebene. Das ist sicherlich noch mal schwieriger, schon mit diesen wenigen Zielen, die sehr viele sind, all diese 17 Ziele. Aber allemal müsste es ja so aussehen, denke ich, auf der Ebene von kleineren, leichter zu managenden sozialen Systemen, wie etwa Institutionen, Unternehmen. Eigentlich müssten auch nationalstaatliche Nachhaltigkeitsstrategien komplexer sein. Und jetzt habe ich hier auch alle Ziele eingeblendet. Das müsste nicht so aussehen, aber wir brauchen sicherlich zumindest mal eine Debatte. Was kommt zuerst? Was ist wichtiger? Was sind Querschnittsziele? Und sind diese Ziele eigentlich ja angemessen angesichts der Problemanalyse, angesichts der Diagnose, zu der wir kommen, wenn wir einen ehrlichen und realistischen Blick auf die Welt werfen?